Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer 112-Operator-Serie, ihr Lieben. Und ja, wir haben zuletzt schon das Thema Zombies gehabt. Und wir müssen mal weiter schauen, wie es hier oder was wir hier noch alles erledigen müssen. Wir sehen schon, aufrechterhaltende Effektivität bei 80 oder über 80% halten. Das ist uns bisher gelungen. Wir haben ein paar mehr Gebiete hinzugefügt. Wir haben ein paar Shortages, wie man so schön sagt. Also ein paar Gegenden, wo es vielleicht ein bisschen eng werden könnte. Haben aber im Grunde alle Einheiten mittlerweile wieder auf 100%. Das war ja während Corona auch nicht der Fall, muss man dazu sagen. Deswegen passt es jetzt eigentlich ganz gut. Die einzige Sache, die wir halt nochmal überlegen könnten, wäre tatsächlich, ob wir eben die Ausrüstung umstellen. Weil wir sehen hier auch Suche und Rettung. Jetzt müssen wir mal gucken, was gibt es denn eigentlich noch? Ja, wobei jetzt so eine richtige Zombie-Ausrüstung gibt es natürlich auch nicht. Aber wir haben noch viele auf dem Thema, dass die mit Maske ausgerüstet sind. Und Frage da natürlich. Mal gucken, Kampfausrüstung, Bomben, Tumulte. Nicht bewaffnet. Also nicht bewaffnet auf keinen Fall. Polizeiausrüstung mit Maske haben wir hier. Ja, okay. Also, wir starten erstmal rein und schauen uns an, was hier in der nächsten Schicht auf uns zukommt. Bin sehr gespannt. So, da gehen wir mal jetzt hier hin. Zack. All betrunken an einem Pub. Das sollte ja noch erledigbar sein. So. Gebissener Mann. Aber man weiß immer nicht, ob man dann die Polizei dabei braucht. Ne, das kann natürlich immer passieren. Kidnapping, wartet mal. Ist das doch auf dem Wasser? Der kann doch da gar nicht hin, oder? Bin ich jetzt ganz doof, wartet mal. Ja, der geht's da hin. Oh, bitte nicht. So, und dann haben wir hier noch einen Autounfall. Gehen wir mal hin. So. Das ist ja mitten auf dem Wasser. So, hier, was haben wir? Ein gebissener Mann. Wir schauen mal, ob wir die hier mit dem Flugzeug abgefrühstückt bekommen. Vermisste Person mit Schizophrenie. Ich weiß gar nicht, wieso dann die Feuerwehr hier hingeschickt wird. Ja, gar keinen Sinn. Kriegen wir einen Krankenwagen hin, der da auch was ausrichten kann. So, was haben wir hier? Taschendiebstahl. Das ist natürlich jetzt ein Thema relativ blöd, weil wir eigentlich keine Ressourcen für sowas haben. Ach, komm. So, jetzt müssen wir schon ein bisschen uns ein bisschen verteilen. Die sind hier. Wir haben doch noch irgendwo ein Flugzeug. Ja. Ist noch hier. Gehen wir mal. Okay. So, und dann ist hier hinten noch eine Lebensmittelvergiftung. Da gehen wir jetzt. Ist das auf dem Wasser? Es ist auf dem Wasser. Okay, dann. Du bitte hier hin. Und. Noch ein zweites Polizeiboot. Warum haben wir denn nur ein Polizeiboot gerade am Start? Ah, hier hin. So. Zack. Mal der erste Feuerwehreinsatz. Noch haben wir alles im Griff. So, ist der... Ne, der wird gerade nicht benutzt. Ich schicke die einfach mal hier hin, weil ich hoffe, dass wir die dann noch rechtzeitig bekommen. Wir müssen wieder kreativ werden. Lasst mal schauen. Ja, die hier sind fertig. Dann können die da hinten hin. So. War noch einen betrunkenen Mann im Pub und da schicken wir die hin.
112, what's your emergency? I don't feel well. I was bitten. Okay. What's your address? We live in a house on 1780 Golden Street. Da hinten, okay. Are you in danger? I mean, I don't think it was last night, but now I feel really sick. Was it one of the infected? Who bit you? I don't know. Yeah. How did it happen? I was out with my friends. On our way back, we went under an underpass. Lights went off. Some homeless guy jumped me, and he didn't seem okay. I tried to fight him off, and he bit me in my arm. And I ran. Who's living with you? My wife and my son. We stay inside most of these... What was that, babe? Who are you talking to? No, I'm just talking to Mike. Give me 5 more minutes. I'm sorry. Where was I? You could have infected your family. This disease, or whatever it is, can be contagious. You're all sharing space. It might be enough. From now on, you need to stay away from your family. It's going to get worse. You're going to start exhibiting violent behavior. Don't you think I know that? I know. One of our neighbors, just yesterday, he shot his own daughter. Was? Why can't you just send someone? Ah, wir schicken. I'm going to send a medical team to your location. All right. Will they be able to cure me? Ehrlich? Nein. Sie versuchen es. They'll quarantine you and take you to a hospital. It's too early to tell, sir. We still don't know much about the virus. Thank you. I'll be waiting. I'll be waiting on you. Ready for next case. So, schicken wir wen hin? Ja, ist natürlich jetzt mit der Geschichte immer schwieriger. Kann ich nicht zufällig hier hinschicken, ne? Nee, das ist auf dem Wasser, da macht es keinen Sinn. Reporting. Awaiting orders. Sie haben es ganz gut im Griff, aus meiner Sicht. Ready for action, my way. Unit down. Ganz kurz, aggressive Person, da ist jetzt noch was dazu gekommen, ne? Okay, Going back to bay. Receiving. On my way. Going back to bay. Otto Huber infiziert. Ready for next case. Awaiting orders. Going there. Genau, was ist denn hier los? Warum sind denn die hier so lahmarschig? 112, what's your emergency? Some crazy people are trying to get into our house. You have to send the police. Police. What's the address? It's... Are you alone? Yes, my dad went to get my brother. He told me to lock the doors, but these people are trying to break the windows. Okay. You have to hide. But where? Get to the basement now. I'm here. They're coming down the stairs. Daddy's rifle. It's here. They're coming. Just shoot when you see them. Is the gun loaded? Miss, is the gun... No! I
Ja, aber wie soll wir dir helfen? Das ist ja unmöglich. Was hätten wir jetzt machen sollen? Also da sehe ich jetzt nicht, wie wir hätten anders helfen sollen. Ehrlich gesagt. Die sind so lahmarschig, die hätten schon lange da sein müssen. Das ärgert mich ein bisschen, ehrlich zu sein. Die hier, na, die sind super lahmarschig. Jetzt mal gucken, was da passiert. Alles Infizierte. Was, ey, die werden hier von 6 Infizierten angegriffen, ne? So, Motorradunfall, da schauen wir mal. Wir haben gerade keinen Auftrag hier. Stinkender Mann. Wie sieht's da aus? Nee, da hinten. Ja, das ist schon wieder. Die Boote sind schon wieder alle nicht so prickelnd verteilt. Ich weiß nicht, ob wir das noch rechtzeitig schaffen. Ehrlich zu sein. Villenbrand kriegen wir hin. Sir, I request more units. Kämpfe im Geschäft, okay, die sind hier dran. Roger. Case resolved. Ready for action. Roger. Going back to base. Going there. Receiving. Ready for action. We'll get them. On my way. Awaiting further orders. Operator. Going there. Receiving. Reporting. Requesting backup. So, Feuer auf einem Boot. Ja, auf dem Boot. Also Boote sind gerade echt schwierig. Da haben wir richtig Probleme. Kommen wir gerade gar nicht hinterher. Da werden wir auch ein paar Punkte verlieren. Ja, also das schaffen wir schon nicht, Müll im Wasser. Das wird schon zu knapp. So, wir sind schon wieder sehr im Hintertreffen. Mal gucken. Die schicken wir hier hin. Also, hier fehlt noch Polizei. Der fährt aber schon dahin. Den können wir mal hier hinschicken. So, er ist hier auf dem Weg. Er will dahin. Ja, und der kommt auch dahin. Okay. Der hier wäre gerade frei, nachdem... Schwimmen im verbotenen Bereich. Verdacht auf Biss. Hierhin. Motorradunfall. Einmal. Zweimal. Einmal. Receiving. 10-4. Suspect in custody. Roger. Requesting transport. Receiving.
Requesting immediate transport to the hospital. Ready for action. Suspects in custody, requesting transport. Reporting. Operator. We found the subject. So, ich den mal. Ready for next case. Hier. Returning to base. Drogenschmuggel. Auf dem Wasser. Ready for the next case. Returning to base. We're done here. Receiving. Roger. You have a 10-8. Ready for next case. In pursuit. Case resolved. Sir, I need help. Getrenntes Glied, so, da müssen wir mal schauen, der ist da auf dem Weg. Wir haben hier ein Flugzeug. Das zweite Flugzeug. Wo ist das? Wo ist das zweite Flugzeug? Ah, die sind nah genug dran. Okay. Yes, ma'am. Want to let you know we are en route. Also, you have a case resolved. Requesting police unit. Going there. Standing by. We're under fire. Need backup. Need backup. Case resolved. Ready for action. 10 requesting immediate transport to the hospital. Standing by. Gas explosion. Operator transport needed. On my way. Awaiting further going there. Standing by. Clear. 23. Awaiting further orders. Awaiting orders. Going there. Ready for next case. Das auf dem Wasser hier? Nee. Ah, da infiziert er. Auf dem Wasser. Mir fehlt der zweite Helikopter. Den suche ich irgendwie. Haben wir den verloren auf dem Weg? Oder ist der irgendwo Probleme geraten? Auf jeden Fall sehe ich ihn gerade nicht. Den würden wir jetzt aber gerade gut gebrauchen können. Hier oben ist er nicht. Ja, der ist auf dem Weg, okay. Ja, da ist ein Flugzeug, das wissen wir. Hm. Schwierig. Aber da sind wir auf dem Weg. Ist das hier das Problem? Ah, ne. Ready for action. Going there. Returning to base. So, den kriegen wir noch gerade so. Ja, gehen wir noch hin. Mal schauen, ob noch irgendwo was passiert, ob wir noch irgendwo Bedarf haben. Wenn noch Sanitäter benötigt. Wandern da Infizierte? Achso, ja, da sind wir ja schon dran, ne? Oh, welche bei uns sind gestorben? Das ist bitter. Okay. Hier fehlt uns noch jemand. Was ist denn hier Phase? Wieso? Hier ist noch ein Infizierter und der hat bisher alle gekillt, oder wie? Ein Infizierter killt so viele. Gretchen Berger. Haben wir es jetzt geschafft hier? Ja. Okay. Ja. Operator? Ready for action. Geh mal bitte weg. Ich sehe nichts. Ja. Operator? 10-4. 1431. Starting patrol duty. Going there. Going there. Okay, da hat eine Infizierte auf jeden Fall sehr viel angerichtet, kann man sagen. Der Adrian Wagner, der könnte noch gerade so überleben, aber danach wird es schon schwierig. So.
Jetzt haben wir das auch. Jetzt müssen wir hier noch jemanden hinschicken. Polizeitransport nötig. Und wo fehlt uns noch? Wollen wir noch ein Boot? Haben wir noch ein Polizeiboot irgendwo? Ich kann es mehr. So, die letzten beiden. Dann haben wir wieder eine sehr aufregende Schicht hinter uns gebracht. Da unten hatten wir echt ein Problem im Süden. Da war ein oder zwei, die dort gestorben sind. Ich glaube sogar mehr. Das müssen wir uns dann nochmal angucken, was genau da jetzt passiert ist. Aber das war auf jeden Fall nicht die beste Lösung. Die Schiffe sind auch ziemlich klein hier, diese Boote. Wenn man immer nur einen festnehmen kann. Aber ich glaube, jetzt sind wir durch. Sehr gut, wir haben 92% Effizienz behalten. Verletzt, verletzt. 1, 2 tot. 3, 4 tot. 5, 6 tot. Ja, das ist natürlich nicht sehr prickelnd, aber irgendwo auch der ganzen Situation geschuldet. Wir gucken mal, in der Reserve haben wir echt noch viele Leute, ne? Wir holen mal einen. Ja, hier ist doch. So, wen haben wir noch verloren? Wir gehen mal weiter. Hier fehlt uns auch hier. Dann nehmen wir ihn hier. Ansonsten sehe ich jetzt erstmal nichts. Also der Hubschrauber einmal. Wisst ihr, was ich immer komisch finde, ist, dass wir hatten doch die ganze Zeit zwei Hubschrauber. Jetzt haben wir quasi ja einen Hubschrauber irgendwo anscheinend verloren. Aber das wäre ja mal gut, dass sie das dann auch erzählen. Ne? Nirgends ist es mehr sicher. Glücklicherweise konnte ich entkommen, ohne gebissen zu werden. Ich sehe sie nachts herumlaufen. Ich höre sie tagsüber den Keller schreien. Es werden immer mehr. Es ist schwer, solch einen Verlust zu akzeptieren. Noch schwerer wird es, wenn man sich bewusst ist, dass dies durch einen Fehler passiert ist. Der Fehler, der hinter Personen hinter einem Schreibtisch sitzt, die sich als komplett inkompetent herausgestellt hat. Ist jetzt nicht so. Aber wisst ihr, jetzt fehlt uns ja wieder irgendwie ein Hubschrauber. So, aber dann sind wir schon wieder blank und können uns eigentlich nichts mehr leisten. Was auch ein bisschen doof ist. Ich hätte gern noch eine Streife gehabt. Aber gut, dann ist dem so. Also hier ist ein Hubschrauber. Wo war der andere? Der zweite. Der zweite ist da. Der zweite sollte irgendwo am besten hier in der Nähe sein, weil das macht eigentlich relativ wenig Sinn. Einer im Süden, einer im Norden ist auf jeden Fall ein bisschen sinniger. Okay. So, dann könnten wir nochmal die Einheiten anpassen. Hier fehlt uns auch noch jemand. So. Sonst noch irgendwo einen verpasst. Das wäre auf jeden Fall blöd. Nee, sieht erstmal nicht so aus. Okay. Dann passt es erstmal soweit. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich jetzt auf Dauer ein bisschen zu wenig Polizeieinheiten. Da müssten wir noch ein bisschen was für machen oder noch ein paar Einheiten mehr rekrutieren, gerade weil jetzt sehr, sehr viele Bisse kommen, weil die oft angegriffen werden, müssen wir uns da auf jeden Fall ein bisschen breiter aufstellen. Wir haben jetzt gerade erstmal den zweiten Hubschrauber geholt, der war auch wichtig, um eben auch schneller an den Einsatzorten zu sein. Und ja, wir machen in der nächsten Schicht weiter. Aber wenn ich jetzt eine anfange, dann ist der Teil nachher 40 Minuten und länger. Wir sehen uns in der nächsten Schicht wieder. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Mit 112 Operator. Bis zum nächsten Teil. Euer Kentrigo. Ciao, ciao.